Und da sind wir auch schon wieder. Major Jackson müssen wir finden. Okay, das machen wir jetzt. Da brauchen wir gar nichts rumgucken. Da gibt's nichts. Wenn ich hier Geld reinschmeiße, kriege ich dann auch nichts. Okay. Major Jackson. Da hinten drin wahrscheinlich, ne? Hallo. Hallo. Ranger Jackson. Den blühen wir aus. Nicht. Sieht aus, als hätten wir einen neuen Besucher im Brahmin-Verschlag. Nicht viele Leute kommen hier eilig her. Die meisten sind nur auf der Durchreise. Ich doch auch. Für die Durchreise ist es aber ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Die Straße nach Norden ist die Hölle. Da würde keine Karawane durchkommen. Dann komm ich doch her. Nee, ich will wissen, wie ich helfen kann. Hilfe? Nein, ich weiß das Angebot zu Wissen Sie was? Ja, ich kann Hilfe brauchen. Und Sie scheinen sich auszukennen. Mhm. Die Karawanen müssen weiter. Das heißt, der Weg nach Norden muss geräumt werden. Aktuell kriecht einfach zu viel auf dem Asphalt herum. Bin gut. Danke, ich weiß das zu schätzen. Kommen Sie wieder, wenn Sie fertig sind. Vielleicht kann ich Sie mit ein paar verlorenen Vorräten bezahlen. Machen wir. Neue Quests, hör auf dein Herz. Glück auf dem Pfad gehabt. Guck mal, was der uns noch sagt. Noch nicht. Nun, wenn Sie helfen können, wüsste ich das zu schätzen. 2 Sekunden her, Mann. Diese Karawanen müssen wirklich weiter. Ja. Ach so, kann ich nicht mehr mit dem reden, okay. Es ist ein langer Einsatz gewesen. Ich kann nur noch daran denken, nach Hause zu kommen. Guten Morgen. Was gibt's hier noch? Guten Morgen. Ist hier noch jemand? Nein, hier ist niemand mehr. Hallo. Kampflos geben wir nicht auf. Suchen Darauf Sie was? Kann. Ja, dann gehen wir noch hier rüber in das andere Haus. Die sagen uns ja eh nichts, wenn wir hier überhaupt reinkommen. Mal gucken. Gehen wir jetzt mal aufs Dach. Ranger Ghost. Sind Sie Kurier? Falls ja, könnte das Ihr Glückstag sein. Wenn Ihnen ein Fußmarsch nichts ausmacht und Ihre Augen gut sind. Warum nennt man Sie Ghost? Weil ich so weiß bin. Es gibt wohl Probleme in Nipton. Kein Verkehr von dort auf den Straßen. Das kann man zwar irgendwie erklären, aber den Rauch über der Stadt nicht. Ja, da war ich da doch gerade schon. Da ist sicher was passiert. Ja. Ich muss nur wissen, ob es Überlebende gibt. Könnte die Pulverbande gewesen sein bei all dem Rauch in der Luft. Wenn da noch jemand ist, dann sicher im Rathaus von Nipton. Gehen Sie dorthin, schauen Sie nach und lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Ich war schon da. Nipton wurde von der Legion angegriffen. Sollen wir das der sagen oder sollen wir lügen? Ja, komm, das machen wir. Ein bisschen dreist sein hilft. Das hier ist mein Posten. Natürlich will ich losziehen, wenn es Ärger in Nipton gibt. Da kann man gut campen und eine Menge einfache Kills sammeln. Aber dann würde Jackson mir wieder in den Arsch treten, auch wenn ich mit Caesars Kopf zurückkomme. Da hocke ich lieber hier als in einer Zelle. Ich glaube, das ist wirklich ein Affe. Nun gut. Sieh mal einer an, wie motiviert Sie sind. Wenn der Rest hier doch nur Ihre Einstellung hätte. Hören Sie, ich will nicht, dass Sie hierfür draufgehen. Wenn es dort Probleme gibt, will ich, dass Sie sich umsehen, nicht Ihr Leben riskieren, okay? Aufgabe hinzugefügt, die Füße lebt. Vorsicht auf der... Gucken wir mal, ob wir das direkt... Waren Sie schon im Rathaus von Ja. Die Rauchfahne wird nicht kleiner. Die Legion? So weit im Westen? Das ist doch wohl ein verdammter Witz. Nein. Oh, verdammt. Das ist nicht außerhalb der Grenze. Sie rücken an und das schnell. Nipton war nicht die freundlichste Stadt, aber... Nun gut. Danke, dass Sie sich das für mich angeschaut haben. Leider beruhigt mich das nicht sehr. Ich bin jetzt angespannter als je zuvor. Hatten Sie dort Freunde? Ich wollte nicht so... Seien wir mal nett. In Nipton? Nie im Leben. Das war ein Drecksloch und es hat sein Schicksal verdient. Aber nicht durch die Legion. Sowas verdient niemand. Nun, danke, dass Sie den Weg gelatscht sind, auch wenn es schlechte Neuigkeiten waren. Hätten wir doch nur genug Truppen, aber wir müssen ja hier bleiben.
Die beschissene Mojave geht vor die Hunde. Und ich kann hier nur rumsitzen und dabei zusehen. Danke für die Hilfe. Danke für die Hilfe. Ich hätte gerne noch ein bisschen was über den Ort hier gehört, aber anscheinend nichts. Wäre schön, wenn die anderen hier so motiviert wären. Danke für die Hilfe. Wäre schön, wenn die anderen hier so motiviert wären. Ja, mal nichts mehr. Ha, kein Fallschaden, gut. Was ist das hier? Die Baracke. Naja, vielleicht gibt es noch eine Quest. Suchen Sie was? Lacey. Ein neues Gesicht im Außenposten. Kommen wohl aus dem Norden. Also, übernehmen direkt was soll hierher. Es sein? Arbeit? Hier? Sprechen Sie mal mit Jackson im Hauptgebäude oder Ghost auf dem Dach. Aber Obacht. Sie ist ein ganz schönes Miststück. Okay. Erraten Sie ihr aber nicht, dass ich das gesagt habe. Sonst fange ich mir nachts auf dem Weg zum Klo eine Kugel ein. Okay, ich gebe Obacht. Sehr schön. Ja, mal gucken, was die über den Outpost weiß hier. Wir haben jetzt mit allen geredet, aber trotzdem mal gucken. Nicht allzu viel. Viele Karawanen, die nirgendwo hin können. Auch viele Soldaten, die nirgendwo hin können. Viele Prospektoren hier und da, aber die machen auch nicht mehr als nur für schlechte Luft sorgen. Alle hängen hier fest. Sollte ja eigentlich gut fürs Geschäft sein. Aber die Händler sind knapp bei Kasse. Sogar die größeren Karawanen. Was? Karawane? Nee. In Ordnung, ich spiele eine Runde. Ist ja nicht so, dass die Kunden schon Schlange stehen. Ach. Nein, ich kenne auch nicht mal die Regeln, Lacey. Wieder da? Boah, dann gucken wir mal, was die noch im Angebot hat. Ein paar Stimpacks wären schon ganz nett. Stimpacks. Verkaufen haben wir nichts mehr, ne, zu verkaufen. Was war das für ein Strahler? Also, ja, ne, die behalten wir mal. Die wiegen ja nichts. Gut. Dann tschüss, Lacey. Kampflos. Okay, die sagen gar nichts hier. Darauf kann sich die Legion verlassen. Ich kann hier wieder nichts abzocken. Was hat der hier? Es ist ein langer Einsatz gewesen. Ich kann nur noch daran denken, nach Hause okay, zu kommen. Okay, dann geht's weiter. Jetzt gehen wir mal raus, dann gucken wir mal die eine Nebenquest, die wir jetzt hier bekommen haben. Wo wir da hin müssen, wie die überhaupt heißt. Hör auf sein Herz. Also für Sie sind da lang, müssen wir jetzt ganz hier hoch nach Novak. Und für die Quest Hör auf dein Herz, die Monster am Ivanpar Trockensee beseitigen müssen wir da. Okay, und wo ist das? Da waren wir doch schon. Na gut, dann gehen wir da wieder hin, ne? So, wie kommen wir hier raus? Hier vorne rum. Hier war noch ein Bett irgendwo, oder? Ach, doch, in den Baracken. Aber das gefällt wahrscheinlich auch nicht mir. Dann darf ich das auch nicht benutzen. Na, jetzt rennen wir schnell da runter, töten die. Zurück zu Guten Morgen. Action Jackson hier und dann geht's weiter. Das kann ich doch hinbohren. Reise nach Rastplatz Nipton Road, jawohl. Das sehe ich die Monster. Ja. Die waren vorhin nicht da, sonst hätte ich sie erledigt, ne? Die da unten? Dann könnte ich die einfach abballern. Oh, sind sie aggro, jetzt kommen sie. Der nächste, bitte.
Und jetzt schon Schiss, oder was? Hinter mir sind keine mehr, oder? Nein, dann gehen wir hier weiter. Dann mal wieder Warz benutzen. Oh, da töte ich die mit einem Schuss. Seht ihr doch nicht. Shady hat zugeschlagen. Abgeschlossen. Ranger Action Jackson im Rawa Outpost zurückkehren. Ja, machen wir das. Was ist tot hier? Oh, sieht so aus. Dann wieder zurück. Das war ja eine schnelle Quest. Gespannt, was es dafür gibt. Hier drin, ne? Durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Heul nicht rum. Heißa. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Wünschte, ich hätte mehr Arbeit für Sie, aber im Moment habe ich nichts auf dem Radar. No. Hatten Sie zuvor nicht eine Belohnung erwähnt? Nein, ich hatte gesagt, dass Sie ein paar Vorräte bekommen würden, und das meinte ich auch so. Das Anheuern von Söldnern ist am Außenposten verboten. Aber es könnten ein, zwei Anforderungen verloren gehen und niemand würde es prüfen. Hier, bitte sehr, ganz unter uns. Merci. Dienstgewehr. Aha. Aha. Reparatursätze. 100 Kronenkorken. Das war's. Guck mal, was das Dienstgewehr kann. Dienstgewehr. Das reparieren? Nein. Was ist es? Oh, das ist doch ganz nett. Was hat das für Muni? Gut. Da haben wir ja einige, ne? Gucken wir mal, ob wir sie irgendwie mit irgendwas reparieren können. Das Äquivalent zu irgendwas anderem ist, nur ein bisschen anders heißt. Nee. Nimmt ja auch andere Schussarten. Hallo. So. Ja, dann geht's weiter mit der Hauptquest. Was anderes haben wir ja nicht mehr, ne? Können wir uns ja aber irgendwo bestimmt in die Nähe porten. Da oben müssen wir hin. Das heißt, laufen wir hier rum und nehmen das hier noch mit. Von hier, hier rüber. Oder gehen wir hier straight rein? Ich weiß nicht, ob wir hier drüber kommen. Hier sieht es aus, wenn hier ein großes Gebirge ist. Da würde ich sagen, wir gehen hier direkt rum. So machen wir das. So. Also bevor wir jetzt hier hochgehen, versuchen wir mal hier hinzukommen. Mal gucken, was hier ist. Ja, das möchte ich. Ich hoffe nur, dass nicht die Hauptquest mich dann hier rüber schickt. Ja komm, nee, dann gehen wir erstmal hier hin. Hm? Hm, hier ist nichts mehr. Gut, dann hier hoch. Richtige Richtung, jawohl. Schön abseits der Straße. Gucken wir mal, was das Gewehr kann. Vielleicht treffen wir ja auf irgendwelche Idioten hier zwischendrin. Scheint nichts zu sein. Wirklich gar nichts. Hügel, Steine. Ah, Waffe wegstecken. Danke nochmals.
Steinhaufen über Steinhaufen. Oh, was war das hier? Was gehört? Ist das da oben? Ah, ne, da wollen wir jetzt nicht hin. Gehen wir erstmal hier straight nach oben und machen die Hauptquest weiter. Okay, so straight scheint das gar nicht zu gehen. Was haben wir hier denn? Da oben sind irgendwelche Türme. Ach, das ist bestimmt hier hinten dran oder hier ein paar Funktürme oben drauf. Gehen wir mal hier runter. Ist das hier die Straße? Ah, guck mal da. Was haben wir denn da vorne? Da ist doch was Schönes. Gehen wir da erstmal hin. Eine Funkstation oder Stromversorgungsstation. Das sind Leute. Ah, RNK. Gut. Also die Guten. Guck mal, was die wollen. Das müsste aber noch vor dem Teil sein. Ja, das ist vor dem Gebirge, genau. Sprechen wir mal mit denen. Es ist ein langer Einsatz gewesen. Ich kann nur noch daran denken, nach Hause zu kommen. Nein, ich will genau hier hin. Hallo. Ich weiß nicht, ob Sie wirklich hier sein sollten. Ja. Ich sollte genau hier sein. Hier darf ich sogar Sachen mitnehmen. Das ist ja nett. Bisschen komisch gemacht. Manche Außenposten darf ich nichts mitnehmen. Manche darf ich was mitnehmen. Könnte mir doch mal jemand eine Heimat anbieten. Bügeleisen, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Hier gibt's nichts. Hier war der Typ drin? Nein. Motorrad, Benzintank, das sind fast alles die gleichen Gegenstände wie in Fallout 3. Naja. Ah, hier ist der offizielle Eingang. Ranger Station Charlie. Ein Kronkorken. Mal hier rein. Ranger Station Charlie. Da ist doch bestimmt jemand drin, der uns auch wieder ein Questchen gibt oder so. Wen haben wir denn hier? Kommandierender Offizier Stepanitsch. McCarran mag es nicht, wenn Zivilisten in Außenposten des Militärs rumlatschen. Wenn Sie hier was zu erledigen haben, dann beeilen Sie sich damit. Mach ich. McCarran? Der Funkkontakt hier draußen wird wegen der Hügel öfter mal gestört. Und manchmal gehen geplante Updates nicht durch. Wenn das oft genug vorkommt, dann kommt jemand, um nach uns zu schauen. In letzter Zeit kriegen wir seltsamerweise zusätzliches Sanitätsmaterial. Tja, ich habe auch keine Eile bei der Rückgabe dieser Vorräte. Kartmarkierung hinzugefügt. Was dagegen, wenn ich ein bisschen was klaue? Ich hätte besser gar nichts sagen sollen und sollte sie auch nicht auf die Idee bringen, sich mit der RNK anzulegen. Mach ich ja auch nicht. Keine Angst. Was ist das für ein Ort? Ranger Station Charlie. Wir sind verantwortlich für die Kontrolle des Highways bis nach Novak. Mhm. Ist hier was Seltsames passiert? Alles ruhig im Moment. Ranger Beaumont hat das Kommando, aber er führt gerade eine Patrouille an. Mhm. Dann warten wir doch. Wir sind teils Kundschafter, teils Kommandosoldaten und teils Sheriffs. Das Training ist brutal. Und nur 2 von 10 Rekruten stehen es ganz durch. Bevor man ein Ranger-Abzeichen kriegt, muss man beweisen, dass man leiser als ein Schatten und wilder als eine Todeskralle ist.
Wie viele Ranger gibt es in dem Mokrabe? Ein paar Dutzend, würde ich sagen. Die meisten sind in Posten wie diesem stationiert. Wir bemannen die Station oder patrouillieren in der Umgebung. Die meisten Ranger waren normale RNK-Soldaten. Wenn einer besonderes Geschick im Kampf und beim Spähen zeigt, wird er fürs Training vorgeschlagen. Naja. Na klar. Das war's schon. Wir sehen uns. Vielleicht. Okay, hier darf ich jetzt natürlich nichts klauen. Badezimmer. Wahrscheinlich nicht mein Bett, genau. Hier finde ich also nichts. Oh, und der ist auf einer Patrouille, das heißt, ich könnte hier vielleicht noch hoch. Hier war ich schon, oder? Ja. Könnten wir noch hochgehen? Was für eine Kartenmarkierung haben wir denn jetzt eigentlich bekommen? Hier. Nee. Hier. Hier haben wir was. Die Karte ist echt recht klein, muss ich sagen. Und hier ist eine größere Stadt. Wahrscheinlich Las Vegas. New Vegas, Entschuldigung. Was haben wir hier noch? Sind noch irgendwelche Munikisten? Oh ja, hier würde ich mich auch hinsetzen. Genau. In dem Häuschen waren wir drin. Wie hoch? Nein. Was für eine Kattendings haben wir denn bekommen? Ist das wirklich hier die Bruderschaft? Könnte aber auch hier sein. Sloan. Ah, hier. McCarran, genau. Jetzt habe ich wieder irgendwas bekommen. Neue Notiz? Nein. Okay, dann geht's raus. Wo geht's raus? Wo geht's raus? Ah, hier. Ja, dann geht's weiter nach Novak. Mal die Straße entlang, mal gucken. Hier ist mein Radiation High hier hinten. Da können wir nicht hin. Können wir schon, aber geht uns der Radiation hoch. Das wollen wir ja nicht. Okay, hier geht's anscheinend hoch. Gucken wir mal, ob das stimmt. Ja, hier können wir bestimmt hier drüber. Aber wir gehen erstmal nach Novak. Was haben wir hier rumliegen? Nichts. Ist auch was umgestürzt. Sollen wir eigentlich hier machen? Wahrscheinlich wieder rausfinden, wer der Typ mit dem Karo-Anzug ist, ne? Ja, die Männer sich in Novak nach den Angreifern umhören, die Männer finden, die versucht haben, sie zu töten. Scheint ja was Größeres zu sein hier. Gehört das schon zu Novak hier dazu? Oh, anscheinend schon. Das ist aber außerhalb der Stadtgrenzen, wenn man das so nennen kann. Kommt man irgendwo rein? Alles verrammelt, kommen wir nicht rein, schade. Was haben wir hier noch? Oh, Punti! Novak, Novac. Ja, größere Stadt ist jetzt auch übertrieben hier. Kühe. Wahrscheinlich wieder alles rot. Ich darf mir wahrscheinlich nichts nehmen. Oh doch, Buttermesser darf ich mir nehmen. Howdy. Howdy. Hey, hallo. Hey, waren hallo. Sie schon oben auf dem Dino? Oben auf dem Dino. Was will die von mir? Kann ich da drauf? Naja, kann ich nicht.
hinten sind noch ein paar Häuserchen. Gehen aber erstmal an die Tanke. Was ist das hier, eine Rakete? Boah. Da braucht es eine Rakete, um dem Ganzen hier zu entfliehen. Ja, hier darf ich natürlich wieder nichts machen. Ist klar. Hier rein kommen wir auch nicht. Tankstelle ist auch leer. Oh, gut. Dann würde ich sagen, den Rest von Novak gucken wir uns nächste Folge an. Tschüss.